Jetzt auf und davon, der Torhüter kommt. Also der Eindruck oben von der Tribüne war in der Tat der, dass sie noch ein bisschen heftiger zur Sache gegangen sind. Der Schiedsrichter zeigt jetzt, hier sehen wir es jetzt. Dass ich der letzte Mann bin. Ich meine, wenn der Langer den Ball an mir vorbeilegt und der geht rein, dann muss ich mir den Vorwurf machen lassen, dass ich nicht richtig zur Sache gegangen bin oder nicht aggressiv zum Ball hin bin. Und deshalb sieht man ganz klar, dass ich mich da vorwerfe. Jetzt ist natürlich das Pech, dass mein Bein hochkommt, in die seitlichen und den dritten trifft. Aber das ist natürlich keine Absicht. Meine Absicht ist, den Ball zu kriegen, bevor den Gegner reinschießen kann. Und das ist ganz klar. Und da sieht man ja, dass ich praktisch jetzt den Ball habe. Und deshalb ist es für mich unverständlich, dass der Schiedsrichter dann nicht mehr der Fall. Ja, beide mit gestrecktem Bein nach vorne. Michael Kostner tritt an zum Elfmeter. Keine Chance für sie. Sie waren in der falschen Ecke. Das war das 1:0. So etwas beruhigt natürlich. Michael, wir haben es eben angesprochen. Sie sind seit wann Elfmeterschütze in der Mannschaft? Seit ich hier bin. Und haben die Praxis jetzt wie oft ausgeübt? Das war der dritte Elfmeter. Das war der dritte. Haben Sie eine bestimmte Ecke oder wann entscheiden Sie sich, wohin Sie den Ball schießen? Puh, in dem Moment, wo ich anlaufe. Tatsächlich erst? Mhm. Aha. Wie ist das bei einem Torwart? Führt der Buch? Nee, das ist ein Buch führen ist meiner Meinung nach Quatsch. Man muss sich von der Situation muss man sich bewusst sein, dass es 0-0 steht, der Schütze schießt vielleicht auf Sicherheit, ist ein Rechtsfuß, schiebt in das linke Eck vom Torwart ausgesehen. So habe ich gedacht, nur der Michael hat auch andersrum gedacht. Er hat mir erzählt, dass er sich vor dem Spiel mit dem Alfred Wahlen unterhalten hat und er hat gesagt, dass ich ab und zu mal spekuliere und gucke, was der Schütze macht. Und ich muss sagen, der Michael hat sich genau die richtige ausgesucht. Es gab zwei weitere wichtige Szenen, die letztlich vielleicht spielentscheidend waren, und zwar kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit, die wir uns jetzt mal anschauen. Und zwar ging es da um zwei Fouls. Sänger hier mit der ersten Aktion, grätscht von hinten in die Beine von Lange. Ich denke, da gibt es nichts zu diskutieren, das war ein klares Foul. Das ist richtig, ja. Mit Gelb richtig bestraft. So, und dann zwei Minuten später diese Situation. Es hatte eine längere Pause gegeben, weil Lange verletzt war. Und dann sah er gelb-rot und war nicht mehr dabei. Michael Kostner, Sie haben gesagt, sogar zu wenig für ein solches Foul. Ja, das erste Foul, also würde ich sagen, war eine ganz klare Tätigkeit von hinten in die Beine des Spielers. Und der hat gar keine Chance, sich irgendwie zu schützen. Ja? Und das ist für mich ein klarer Platzverweis. Hier, glaube ich, gibt es nichts zu diskutieren. Der Fehler von Marmann, das war sicherlich jetzt kein böses Foul. Aber er wusste sofort, was ihm droht. Ich glaube, da gab es auch bei Ihnen in der Mannschaft in Homburg keine Diskussion. Ich glaube, wenn man den Schiedsrichter erlebt hat an dem Abend, wie er gepfiffen hat und wie allgemein die Situation war auf dem Platz, dann war eigentlich jedem klar, auch den Spielern auf dem Platz oder den Zuschauern, dass er da praktisch nur die rote Karte zeigen kann. Ja, ganz klar. Tja, damit war Homburg dezimiert und die Chance war jetzt da für den 1. FC Saarbrücken, spielerisch etwas stärker zu werden. Und ich glaube, Michael Kostner, das war dann auch die Phase, wo es eigentlich noch hätte mehr werden können. Ja gut, ich muss sagen, erstmal das 2:0 hat uns vielleicht ein bisschen vorsichtig gemacht, weil die mit 8 Spielern eigentlich dann noch das Spiel in der Hand hatten. Ne? Wir waren vorsichtig in die Zweikämpfe, weil wir auch Angst gehabt haben, der Schiedsrichter könnte noch einen vom Blatt stellen von uns. Aber letztendlich muss ich sagen, dass wir vielleicht noch 3, 4 oder vielleicht sogar noch mehr Tore schießen hätten können. Gut, es hat nicht sollen sein und heben uns die Tore fürs nächste Spiel auf. Sie haben eben gesagt, das war fast eine Tätigkeit für mich. Sie waren zu Beginn der Saison eigentlich auch ein Spieler, der vor nichts zurückgeschreckt hat, der hart eingestiegen ist und der dann auch irgendwann die Strafe dafür kassiert hat. Mittlerweile sind Sie scheinbar geläutert. Also war es die Strafe oder war es irgendwo die persönliche Einsicht? Ich glaube mehr die persönliche Einsicht, weil ich mir ein großes Ziel gesteckt habe und der Einzige, wo mich daran hindern kann, bin ich selbst. Wie weit hat der Trainer Ihnen da geholfen, auch mit der Strafe? Auch sehr guter Trainer ist halt insofern sehr gut zu mir gewesen oder insofern in der Situation sehr gut zu mir gewesen. Ich bin abends zu ihm nach Hause, konnte mit ihm über alles reden und da hat er mir schon sehr geholfen. Ja. Jetzt wollen wir uns das zweite Tor noch anschauen, das das Spiel letztlich entschieden hat. Auch da waren Sie maßgeblich daran beteiligt. Voraus geht diese Aktion, ein Freistoß. Es gab viele, viele Unterbrechungen in diesem Spiel. Akpobori wurde eingewechselt. Saarbrücken wollte in der Phase sicherlich noch einen draufsetzen. Jetzt der Freistoß Michael Kostner. An den Pfosten und der Michael Kretzer ist da. Wie so oft in der Vergangenheit schaltet er am schnellsten und das 2:0, das war dann letztlich die Entscheidung. Toller Freistoß, muss man sagen. Den kann auch nicht jeder schießen.
Tja, die Homburger Abwehr mit großen Lücken dann in dieser Situation und dann war es vorbei. Hansi Gundelach, war es vorbei? War es das auch für den FC Homburg in der Meisterrunde? Ja, mit Sicherheit war es das. Das war also jetzt das endgültige Aus. Und also selbst die kühlsten Rechner, die können also sehen, dass es also keine Chance mehr gibt, da irgendwie im Aufstieg einzugreifen. Die Tabelle schauen wir uns gleich an. Jetzt wollen wir uns zwei Gegner noch anschauen, die es in dieser Saison für beide Mannschaften noch geben wird, die sich heute getroffen haben. Hier hatten wir das Saar-Derby am Freitag. Zwei ostdeutsche Mannschaften haben sich heute gegenübergestanden, der Chemnitzer FC und Mitte Mai auch ganz gern stehen würde an Platz 1, 32:18, 2. Freiburg, 3. Mannheim, 4. Chemnitz. Diese beiden Clubs punktgleich und mit